Oh! Wenn wir den Nekromanten wegmachen, dann ist da direkt alles hier weg. Geil! Ciao, lieber Nekromant. Ciao auch da, lieber Nekromant. Und Cartman spielt nie nach Regeln, das ist auch klar. Und dann sagen wieder alle, dass sie keinen Bock haben, mit ihm zu spielen. Und dann ist er wieder sauer. Oder die anderen wollen was anderes. Und dann sagt er so, ich gehe jetzt nach Hause. Cartman ist halt so das kleine ne? Ich kann es ruhig sagen. Ist es ein South Park-Spiel? Ist es nicht für Kinder? Cartman ist ein kleines Arschloch. Oh doch. Ich auch. Ach, da bist du ja wieder. Hallo. Ja. Ah, au. Ah. Schade. Hätte ja sein können, ne? Ah, auf weg mit dir, mein Freund. Da hinten war noch mindestens ein Bogenschütze, der mir auf den Sack ging. Aber hier können wir viel Stuff finden, das ist gut. Das ist gut, das nehmen wir mit. Hier kommen wieder Gegner, okay. Ja, da vorne, ich sehe sie doch schon. Naja. Aber hier müssen wir noch nicht lang, ne? Aber wir können, glaube ich, auf die Dächer. Aber ich will auf jeden Fall den Stuff hier sammeln. Mal gucken, was wir alles hier so kriegen. Vielleicht ist ja auch noch irgendeine Überraschung am Ende des Games. Mal gucken. Also der Zauberstab ist einfach zu gut, um ihn nicht die ganze Zeit einzusetzen. Vor allem jetzt mit den Verbesserungen, dass der auch noch schneller nachlädt und sowas. Also... Was sollen wir noch mit der Axt hier? Also mit überhaupt den ganzen Nahkampfwaffen. Die sind alle total sinnlos. Also der Feuerstab, der Flammenstab ist wahrscheinlich nicht die beste Waffe, aber trotzdem absolut geil. So, hier müssen wir hoch. Hallo? Hier ist da auch noch was, oder? Eine Kiste vielleicht. Ein Jump Pad ist hier. Ist das ein Jump Pad? Das ist kein Jump Pad. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Rüber. Da ist Henrietta. Wieso kommen wir da nicht rüber? Das finde ich ungeil. Hör nicht auf die Typen, Neuling. Du kannst einfach gehen. Stimmt nicht, Cartman. Ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause rum, weil Schneesturm ist. Ich will zu Henrietta. So, das Henrietta. Schicksal hat dich an diesen friedlichen Ort geführt. Gewährt 20 dunkle Materie, das ist gut. Opfere Napalm, nein. Fülle alle einen verbrauchten... Der Bullshit-Einsatz war sowas von unnötig. Ich will Napalm nicht opfern, deswegen nehmen wir einfach das hier. Du zappst die Dunkelheit an, was? Wahre Macht kommt von innen. Oder was auch immer. Können wir... Ist was, hä? Wofür ist das? Ist das für den Pfeil und Bogen, dass wir da drauf schießen können und ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas wird es sein, das ist so hervorgehoben, aber ich habe keine Ahnung was. So, was haben wir hier? Es ist keine Kiste, das ist nur ein Karton, ein leerer. Das sind jetzt nur die Lebenskisten, da kommen neue Gegner. Da ist ein Nekromant mit bei. Ja. Ich mach mal hier ein bisschen wärmer, wa? Ja, ein bisschen wärmer. Oder wie siehst du das? Ja, so siehst du es auch, ne? Ja, dich.
Gut. Ah, der kommt gleich wieder wahrscheinlich, ne? Wo ist der Nekromant? Da. Hallo, lieber Nekromant. Hast du mich gerade geschlagen? Ja. Ciao. Du übertreibst deine Rolle, mein Freund. Da ist doch gleich noch ein Nekromant. Mit Sicherheit. Ist da oben eine Kiste? Nee. Gibt keine Wiederholung. Also wirklich so ein Kinderding, ne? Früher auch immer so. Wiederholung. Wenn man verloren hat oder so, weil man nicht verlieren konnte. Und trotzdem haben wir verloren. Ich hasse es. Hier endet dein Weg. Nee, ja, ich hab das Gefühl auch. So. Ciao. Ich hasse Projektilhagel. Es ist so eine ätzende Drecksfähigkeit. Direkt die Bogenschützen ausschalten hier. So. Boah, ist das nervig. So. Armer Spieler 1. Spring in den tiefen Schnee, um die Flammen zu ersticken, Kumpel. Ja, ich bin noch dabei. Menschenskind, Spieler 1. Egal, wenn es so aussieht, als hättest du gerade in die Hose gepinkelt. Du hast das Richtige getan. Ah, er brennt zumindest. Das ist schon mal gut. Hau ab. Was machst du hier? Was machst du hier, Junge? Ah, ihr kommt raus, ihr verbrennt. So, da ist das doch richtig. Ach du Kacke. Ach, die sind alle tot, ja. Ich sag's dir, wie es ist. Pfeilhagel. Der Pfeilhagel ist eine tolle Sache. So. Projektilhagel ist super toll. Wir müssen erstmal hier die Kleinen wegmachen hier. Verschwinde. So, was wir jetzt machen können ist... Wir beleben ihn hier wieder. Gut. Sollte auch klappen. Oh Gott! Ich hasse Projektilhagel. Das ist so eine OP-Kacke, ne? Wir müssen uns ein bisschen hier heilen. Hau ab. Oh, Spieler 1, geht's wieder? Ja, gleich. Gut. Ach Gott, du nervst mich ja richtig hier gerade. Hallo. Hallo. Ja, ist doch okay. Es nervt. Es ist so hammernervig. Zusammen mit diesem Projektilhagel. Also ist es selbst auf einfach, ist es dadurch scheiße. Es ist, Mann, und diese Viecher hier. Haut doch mal ab, ihr geht mir auf den Keks. So, ich kann ja alles anhaben. Hau ab jetzt. So, hau doch ab. Du bist nix, bist du. Oh, ihr geht mir auf den Sack, Mann. Doch. Geht ihr, und zwar tierisch. Ja, was ist los? Ja, ich weiß. Mann. Das ist so dumm. Also es ist wirklich nervig. Also das Level ist schon wieder hart nervig. Ah, Gott. Ja, du bist gar nichts, bist du. Hau ab jetzt hier. Ah. Komm her. Ah, ja. Oh Gott, du bist so nervig. Komm, wir machen einfach nochmal das Tote, wa? Doch. Da brennt's aber. Wo bist du unbesiegbar? Wo bist du unbesiegbar? Warum ist der unbesiegbar, wenn er unsichtbar ist? Das ist so dämlich. Ah, Gott, das ist so nervig. Das ist halt schon ziemlich nervig. Aber wir haben nur noch 4 Gegner. Das sollte machbar sein. Oh Gott, ist das... Pfeilhagel in Kombi ist
ist absolut viel zu OP. Also ist es halt auch einfach wirklich nur nervig, ne? Das ist schon hart. So, machen wir erstmal hier ihn hier. Du machst keinen Pfeilhagel. Ciao. Du machst keinen Pfeilhagel mehr. Ja, mit. Ja, ich weiß, ihr macht alle Pfeilhagel, weil ihr kleine Drecksäcke seid. Das Ding bleibt aber auch ewig, ne? Ach Gott, Junge. Muss mir erstmal wiederbeleben hier. Nachher wiederbeleben, heilen. So. Machen wir. Nein! Nein! Hör auf damit! Und dann gehen wir zu dir. Gott. Ach, komm hier. Und jetzt zu dir, Kollege. So, ich hole jetzt erst noch unseren. Achso, der ist abgehauen. Ja, toll. Danke dafür, du feige Ratte. Wir hätten dein Klopapier noch gebrauchen können. Ach, da hinten. Da ist Jimmy wieder. Sehr gut. Wir können ihn übrigens nicht wiederbeleben. Top. Er bleibt da jetzt für immer liegen. Bevor wir jetzt zu Jimmy gehen, gehen wir nochmal aufs Dach. Weil da waren noch einige Kisten. Mitunter ist auch noch ein Rucksack und so mit Klopapier. Die wollen wir natürlich haben. Oh, dunkle Materie nehmen wir mit. Da brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay. Hier oben drauf ist nur so ein Lebensmittelding. Wofür? Das ist so sinnlos, dass man da nicht irgendwas Besseres draufpackt. Wenn man sich schon die Mühe macht, da hochzugehen. Naja. So. Hier war doch noch ein Rucksack. Ah ne, das war, ist einer von denen. Na, okay. Schade. Sonst ist hier auch nichts mehr, ne? Nee. Ja gut, dann gehen wir wieder runter. Und werden gleich mal zu Jimmy gehen. Aber vorher nehmen wir die Mülltonne mit. Gibt es noch ein bisschen Klopapier? So, hallo Jimmy. Wie wär's mit einem Upgrade, um deine Stimmung zu heben? Ja, nee, das wird schwer. Der Wirbelwind brauchen wir nicht. Der Wirkungsbereich des Totems, das ist gut. Das ist gut, das machen wir. Aber sicher, Boss. Gefällt dir, was du siehst? So. Ah ja, ein schönes Upgrade. Na, auf jeden Fall. Bis bald, das tat weh. Es tut mir leid, Jimmy. Das wollte ich nicht. Hey, Neuling, mach dich bereit. Eric muss in der Nähe sein. Ja, ich hab ihn schon gesehen. Unten am Bild dran war er gerade. Ah, schön, 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 schön. Dann wollen wir mal. Ambulance. Liegt da was drauf? Nein. Da ist Cartman! Oh. Der Neuling wird das Spiel wieder ruinieren, Leute. Ich sag's euch. Du ruinierst es sogar. Niemand außer dir trägt die Schuld daran, Cartman. Ihm nach! Ja, machen wir gleich. Erstmal holen wir uns hier die Sachen. Ich hoffe, der kann jetzt nicht komplett wegrennen. Das wäre richtig, richtig kacke. Das wäre so eine richtig Kack-Mission. Also bin ich ganz ehrlich. Oh. Ach, weißt du, was? Komm. Wir rennen ihm mal hinterher. Ja, besiege alle Gegner. Ja, okay. Damit lässt sich doch arbeiten. Wenn ihr diese komische Pfeilhagel-Kacke nie habt, dann seid ihr auch keine Gefahr. Aber das ist halt, ne? Ich spiele auf einfach. Ich meine, ich bin auch wahrscheinlich nicht der Beste in dem Spiel hier. Aber holy shit, ist dieser Pfeilhagel-OP. Warum? Wo bist du? Da. Ciao. Ach, meine Nase juckt. Meine Nase juckt.
Na, kommt hier irgendwo noch einer raus? Ist mir egal. Ich will das Klopapier. Gut. Sehr schön. Da ist noch eine dunkle Materiekiste, oder? Ach nee, es ist eine normale Kiste. Okay. Hier nehmen wir noch mit. Oh, wir haben da eine Bowlingkugel. Es könnte sein, dass hier irgendwo eine Kanone ist. Aber wo sind denn jetzt die letzten Gegner hier? So. Naja. Gucken wir mal. Also wir sind auf jeden Fall noch im Kampf. Die Frage ist jetzt, mit wem? Oder sind die schon alle vorgelaufen und metzeln hier ihren Weg durch? Ne, da oben sind welche. Ich hab's gesehen. Ja, du kleiner Drecksack. Deiner möchte gern Sniper da. Bullshit! Ah, Pfeilhagel? Ach, dann ist egal. Du widersetzt dich dem großen Zauberer? Laserschwert, das ist mir egal. Das andere Team hat eine Laserschwertkarte gespielt. Halte sie fern. So. So, Kollege. Ja, hier. So, wir werden mal da hochgehen. Dann werde ich mal hier aufbauen. Und der Flammenstab ist so overpowered, ne? Holy moly, ey. Ach, du gehst mir auf den Keks. Hör mal auf, wegzurennen die ganze Zeit. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind die Laserschwerter. Ach Gott, ist das schlecht. Ab. Hallo. Ja, okay. Weißt du was? Okay, der Sound ist weg. Toll. Funktioniert gut hier alles. Ah, das ist ja nervig. Er hüpft hier rum wie Yoda. Es macht Sinn, aber es ist nervig. Okay. Du gehst mir auch auf den Keks übrigens da oben. Warum können wir ihn nicht verbrennen? Jetzt. Ja, doch. Hier. Ciao. Was mich zum letzten Mal genervt. Und ihr beiden da oben. Ihr auch. So, hauen wir hier mal direkt Feuer rein. Schön der Flammenboden. Ja, hier, mach weg. Ciao. Alle wiederbelebt hier. So muss das. Dann werden wir hier mal den Boden ein bisschen abfackeln, wa? Dann bringen wir eure Schilde nix. Doch. Was bringen euch eure Schilde, wenn euer Boden unter euren Füßen brennt? Nichts. So. Ne, könnt ihr nichts mehr machen. Ja, so nämlich, Freunde. Genau so. Und jetzt zu dir. Ciao. Da ist auch noch einer. Aber der ist schon... Der ist schon weg. Und wo bist du? Ah, hier oben ist keiner mehr. Okay. Nur noch der hier oben, ne? Ach Gott. Es ist auch... Hulle nervig. So. Nee, machen wir jetzt nicht. Hier ist schon wieder nichts Gutes, ne? Richtig? Nicht mal so eine Power-Up-Karte. Oder bin ich einfach zu doof und sehe das nicht. Und da unten ist auch nichts. Na, komm, gehst du da wohl hoch, bitte? Danke. Ich sehe nichts. Also keine Power-Up-Karte, nix.
Das ist ein bisschen doof. Unbefriedigend, wenn man nichts findet. Jetzt wirst du es bereuen, Neuling. Mein Gott, Cartman, dafür. Da, du bist ganz schön schnell, Junge. So. Hier ist doch eine Power-Up-Karte oder sowas. Hier ist eine Kanone. Warum ist hier eine Kanone? Was kann man mit der abschießen? Oh, da. Wir brauchen eine Kanonenkugel. Wir holen uns Cartman gleich. Ich brauche eine Kanonenkugel. Die war irgendwo hier hinten, ne? Ach, guck mal, hier ist sogar noch dunkle Materie. Wo ist die Kanonenkugel? Wo war die denn, Alter? Warum ist sie so weit... Warum ist sie so weit weg? Wo sind wir hier? Hä? War das nicht hier? Hätten wir die mitnehmen müssen oder so? So aus gut Düngen oder was? Hätten wir die überhaupt mitnehmen können? Finde ich jetzt ein bisschen lame, wenn wir jetzt hier keine Kanonenkugel finden. Aber das finde ich wirklich ein bisschen schwach, wenn ich ehrlich bin. Oder ist hier hinter eine? Nee. Ja, okay. Okay. Vielleicht finden wir auch gleich vorne eine, ne? Vielleicht finden wir auch noch gleich vorne eine. Hier kam ich her. Top. Wo war jetzt nochmal diese komische Kanone? Ist hier vielleicht eine Kanonenkugel irgendwo? Oh, da ist was. Klopapier und dunkle Materie. Hier ist nix. Du gehst hier in den Wald rein, es ist nichts da. Nicht mal so eine kleine Kiste oder sowas. Er benötigt Kanonenkugel, die haben wir aber nicht. Vielleicht finden wir die noch, ich habe keine Ahnung. Aber da unten... Mom, der Neuling versucht mir den Schneefreitag zu vermiesen. Nur noch kurz, Pupselchen. Ich muss nur noch für ein bisschen mehr Weihnachtszauber sorgen. Lien? Wir müssen gegen Cartmans Mom. Die Erwachsenen sind auch von der dunklen Materie korrumpiert. Heul doch, heil, du kleine Pussy. So. Oh, du... Wow! Eric ist einfach der süßeste kleine Junge. Ja, auf jeden Fall. Er bleibt bestimmt hier unten. Autsch! Was macht ihr jetzt? Gar nichts macht ihr, sag ich's euch. Verfluchte Blutlinie. Haben wir... Besiege Lien in der Kirche. Haben wir einen Erfolg bekommen für. Cool. Und da sind noch die Kleinen. Kollege. Nie mit mir hier. Ciao. Hier ist aber bestimmt gleich irgendwo eine Kanonenkugel. Hoffe ich zumindest. Also ich finde es so ein bisschen bescheuert, dass wir da hinten keine hatten. Du brennst, Kollege. Schön, dass du zurück bist. Dann nehmen wir alles mit. Ach, da sind noch welche. Okay. Ja, wie sie hier alle stehen. Sehr gut. Aber da sind noch ganz viele Gegner, ne? Aber ich will jetzt gerne mal wissen, ob hier irgendwo eine Kanonenkugel liegt. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich sag's euch, wie es ist. Das lässt mir keine Ruhe. Ich möchte das Kanonenkugel haben und ich möchte jetzt da hinten... Oh, guck mal da. Erstmal holen wir uns das. Aber dann möchte ich da hinten gerne das Ding aufmachen. Das ist eine Power. Explosionswelle. So nämlich. Na komm mal, hier machen wir mal ein bisschen hier offen. Wer bist du denn? Hallo. Was bist du denn? Ich weiß, was du bist. Nicht mehr da gleich. Ciao.
Ja, so muss das, ne? Hat's denn nicht mitgerechnet?